sich mit Unwohlsein entschuldigt hatte, auf lange Zeit nicht mehr sah. Und es wunderte ihn, dass er sie nicht sonderlich vermisste. Sein religiöses Leben aber entwickelte sich jetzt voller und einheitlicher, wo er sich ihm ganz hingeben konnte, und er empfand es wie ein neues Behagen, die kühlen Abende für sich zu haben, um sie zu Studien und Betrachtungen verwenden zu können. Nach der Vorschrift seines Lehrers las er in dieser Zeit die Briefe Pauli an die Römer, die Galater, die Korinther und Philipper und schätzte ganz besonders die letzte, alles versöhnende Schrift, die wohl auf demselben Boden abgefasst war, auf dem er jetzt lebte, auf dem sein neues geistiges Leben entstanden war. Die Schlafstätten. Aus dem Abhang des Esquilinerhügels, der den Hintergrund vom Garten des Gnostikers bildete, ergoss ein sprudelnder Quell seinen starken, klaren Wasserstrahl in ein geräumiges Marmorbecken. An einem schönen Sommerabend stieg Antigonos da hinunter, und sein Meister, der am Rande stand, rief ihn dreimal hinauf, um ihn dreimal von Heraklion mit drei neuen, ungebleichten Leinentüchern abtrocknen zu lassen. Beim ersten Male hatte das Wasser die Materie und ihre Sündhaftigkeit von ihm abgespült, das zweite Mal ertränkte den unter dem Gesetz des Baumeisters stehenden seelischen Menschen und das dritte Mal vereinigte den neuen geistigen Menschen mit seinem Ursprung, den Äonen und dem höchsten Gott, der Quelle des Seins und der Weisheit. Hierauf zerbrach sein Meister ein Alabastergefäß, das Heraklion ihm gereicht hatte, und nachdem er ihm kreuzförmig Stirn und Brust mit geweihtem Öl gesalbt hatte, rief er ihn bei seinem christlichen und geistigen Namen Theophilus, wonach Heraklion ihn in einen neuen weißleinenen Kittel kleidete. Dann gaben alle drei einander den Bruderkuss. »Von der Gemeinde hier in Rom, die sehr groß sein soll, habe ich noch gar nichts gesehen«, sagte Antigonos, während sie bei einem einfachen Mahl aus Brot und Wein